herzlich willkommen. Hallo. Alle, die da sind in unserem Showroom. Herzlich willkommen alle, die von zu Hause aus, von ihrem Electric Car aus, von egal welchem Raum aus, livestreamen hier bei uns in unserem YouTube-Channel. Herzlich willkommen zu unserem Electric Feel Live-Event von Finn und iWays. Wir sind so stolz, dass wir hier sein können. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, nur mitten im Frühling. Wir dürfen ein Riesengeschenk aufmachen. Aber mein Geschenk ist, dass ich heute nicht alleine bin. Ich bin Sascha, ich darf nur diesen Abend führen. Aber Lee ist auch noch bei mir. Ja. Applaus für Lee. Hallo alle zusammen und auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr die unbekannte Reise auf euch genommen habt und heute hier steht. Also ein herzliches Willkommen auch nochmal von iWays und von Finn. Danke, dass ihr hier seid. Was erwartet euch nun? Eine weitere Reise. Nicht mehr eine unbekannte, sondern wir lüften das Geheimnis. Und zwar nehmen wir euch mit und zeigen euch heute das Concept Car vom U6, den U6 Ion. Das ist aber noch nicht alles. Danach gibt es noch ein weiteres Highlight, und zwar ein Elektro-Set von einem der phänomenalsten DJs Münchens, meiner Meinung nach. Zoom Like, darauf könnt ihr euch auch besonders freuen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, euch zu zeigen, was dieses Auto kann, von außen, von innen. Wir werden das alles von oben bis unten durchkerchern mit euch. Davor aber noch ein wichtiger Hashtag, falls ihr gerade zuguckt und auch irgendwas teilen wollt, egal ob Twitter, Instagram oder was gibt es noch? Lokalisten? Gibt es Lokalisten noch? Ich glaube nicht. Nee. Der Hashtag ist Hashtag iWays U6 Iron. Ich sage es nochmal, wie wenn man jemanden an die Kasse 1 holt. Hashtag iWays U6 Iron. Wenn ihr irgendwas posten wollt, vom Bildschirm abfotografieren, keine Ahnung, ob das legal ist oder nicht, postet es bitte unter diesem Hashtag und später, nachdem wir das alles gelüftet haben, gibt es natürlich noch ein kleines Q&A. Dann werden Lee und ich versuchen, als alte Autoexperten und Expertinnen alle Fragen zu beantworten. Aber jetzt erstmal was zur Historie, oder? Ja, ist ganz spannend. Also wie kam es überhaupt zur Entwicklung dieses Autos? Wie ist der iWays U6 entstanden? Also grundlegend, iWays hat die Mission verfolgt, wir wollen die Herausforderungen der Mobilität angehen. Also irgendwas Neues schaffen und uns den Herausforderungen stellen, die auch in Zukunft auf uns zukommen. Und dann begann das alles mit dem leeren Blatt Papier und dem U5. Den kennt ihr vielleicht auch schon, den gibt es ja auch schon bei Finn. Der wurde dann entwickelt, aber es entwickelt sich immer alles weiter. Ja? Also wir haben neue Herausforderungen in der Automobilindustrie und deswegen musste iWays auch das Modell weiterentwickeln. Dadurch ist dann der U6 entstanden mit einer Mission. Elektromobilität soll einfach sein, sie soll aufregend sein und sie soll auch möglichst erschwinglich sein. Das ist hierbei gelungen. Wir gucken jetzt hier in eine Zukunft voller Potenziale, in eine Zukunft, die eigentlich von Elektromobilität getrieben sein wird und eine Zukunft, die mutig, elektrisierend ist und innovativ. Und den Schritt hat iWays jetzt gewagt mit dem U6 Ion. Und ich würde sagen, wir zeigen ihn, oder? Du hast gerade so Bock gemacht auf das Auto, oder? Also ziemlich gut. Alle, die gerade zuschauen, zu Hause und auch hier im Studio, wir lüften jetzt, oder? Wollen wir lüften? Ja? Ja? Lüften? Das nein, warte. Das ist das erste Mal, dass wir den in Deutschland lüften. Dann bin ich jetzt auch im Auto. Also jetzt wirklich. Okay. Wir lüften ihn. Machen das ganz langsam. iWays U6 Ion. Applaus für dieses wunderschöne Auto! Okay. Wow. Wow. Wo legen wir los, Lee? Vorne? Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an, aber nehmen wir nicht mein Highlight weg da oben. Okay, ich habe hier so ein iPhone, mit dem ich nah hingehen kann. Ihr seht das auf dem Bildschirm. Das sind die Aufnahmen, auch wenn wir gleich mal ins Auto steigen, einfach auf die Monitore schauen, dann könnt ihr uns auch weiterhin verfolgen. Und alle, die hier im Studio sind, ich mache jetzt den ersten Squat. Squat. Was siehst du da? Es geht los mit dem Kühler, würde ich sagen, der super sportlich ist. Die Luftfächer ist einfach wunderbar und futuristisch. Wir gehen ein bisschen näher hin. Die Außenfarbe ist ja auch was, was dich total anspricht, Lee, richtig? Ja, fand ich echt cool. Also das war so einer der ersten Punkte, wo ich gesagt habe, ist ein Hingucker. Also da ist man kein Hingucker selber so, sondern das Auto, mit dem man kommt, das ist dann der Hingucker. Aber weiter zur Tür. Zur Tür. Die Griffe auch komplett wunderschön eingearbeitet. Du hast vorhin schon gesagt, Lee, bei unserer Probe, es ist ein bisschen so wie bei Tesla, aber ich meine, während Elon Musk irgendwas baut in Brandenburg, haben wir das Auto halt schon hier stehen. Und es ist vor allem, es hat einfach mehr Charme. Wollen wir weiter? Nee, warte, ich gehe noch dazwischen, wenn wir einmal hier sind. Das ist mein Highlight. Wir haben hier ein Panoramadach. Ja, und das geht hier über in ein fließendes Coupé-Heck mit einem integrierten Spoiler, fand ich wirklich am schärfsten an diesem Auto. Weil wenn ihr da drin sitzt, dann ist das, wenn es dunkel ist, ihr könnt hochschauen, seht den Sternenhimmel. Und ansonsten gibt das auch so ein futuristisches Gefühl.
ganz, ganz toll. Also meiner Meinung nach absolute Highlight. Es ist ein Glaspanoramadach, das heißt, wenn man von drinnen nach oben guckt, kann man die Sterne sehen. Ja, ja, genau. Alles klar. Genau. Wo machen wir weiter? Wollen wir mal rein oder möchtest du... Ich habe voll Bock rein. Sollen wir reingehen mal? Interieur mal auschecken? Oder? Okay. Darf ich euch eigentlich filmen? Weiß ich gar nicht. Urheberrechte, keine Ahnung. Also, mal kurz ganz vorsichtig, weil es ein Concept-Car ist, habe ich vorhin gelernt von Bernd. Danke nochmal, Bernd, für die Einweisung, die technische. Ganz vorsichtig aufmachen. Die hat vorhin gleich noch ein bisschen Anschiss gekriegt, weil sie die Tür zu fest zugehauen hat. Wir legen los mit, du weißt, was jetzt kommt, die Waben-Optik. Die Waben. Und die Waben, die gehen auch so einher mit der Designsprache, die mit dem Auto verfolgt wurde. Und zwar sollte das so möglichst intelligent und vereinfachte Technologie ausstrahlen. Also das gesamte Auto wurde im Hintergrund dieser Designsprache konzipiert. Und ich finde, das sieht man dann halt auch an solchen Stellen, weil das so die technologische Komponente hervorhebt, meines Erachtens. Richtig schick. Ich würde so gerne einsteigen mit dir. Wir steigen ein. Ich nehme das Handy mal, oder? Ich bin so aufgeregt. So. Bitteschön. So, also ganz kurz, ich bin 1,95 groß. Wie Butter. So. Hört ihr uns von außen noch gut? Könnt ihr uns hören? Perfekt. Also. Womit legen wir los? Sollen wir mit dem Lenkrad anfangen? Ja. Also, ich nehme noch mal kurz in die Hand. Das Lenkrad ist ein bisschen kleiner als beim U5, hat man mir sagen lassen. Und alles, was ihr hier an Verzierungen seht, also bis auf die Leichtmetalloptik, ist kein Leder. Also egal, ob das jetzt am Hebel ist, ob es die Sitzbezüge sind oder alles, was ihr ledermäßig seht, es ist komplett vegan und aus recycelbaren Materialien gemacht. Das finde ich ganz toll. Ja. Und auch super futuristisch. Magst du wieder, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Und hier den Hebel, möchtest du den sonst noch zeigen? Genau. Was den Hebel angeht, muss ich sagen, es fühlt sich an, als wäre man ein Pilot, obwohl man keiner ist. Ohne Uniform, ohne Stewardessen. Aber man sitzt hier drin und man kann Vollgas geben. Das ist wirklich richtig schön. Eigentlich wie in einem Raumschiff. Ja, klar. Oder? Aber ich finde hier auch, wenn wir uns das mal anschauen, das Touch-Display ist auch echt schön groß. Hat was. Das kann was. 14,6 Zoll sind es. Und hier daneben haben wir auch nochmal ein touchfähiges Display. Das heißt, ihr könnt hier schön zusammen bedienen. Jetzt kommen wir zu dem, was du am schönsten findest hier drin, die Drohne. Oh mein Gott. Ja, ich muss gleich nochmal aussteigen. Und zwar hier hinten. Schaut bitte jetzt einmal auf die Monitore. Da habt ihr eine Drohne auf den Rücksitzen und eine Fernsteuerung. Ich steige jetzt mal aus. Ja, ich komme mit. Weil das muss man irgendwie besonders zelebrieren. Also überlegt euch, ihr seid mit dem Auto unterwegs, tolle Strecke und ihr wollt den Moment festhalten. Aber es ist auch mit dem Handy schwer, irgendwie die gesamte Umgebung aufzunehmen. Da gibt es doch jetzt tatsächlich eine Drohne in dem Auto, damit ihr Aufnahmen machen könnt. Das Ding ist nur, wenn ich das Ding fahre, dann bedienst du die Drohne. Und wenn du fährst, bin ich die Drohne. Du kannst jetzt nicht fahren und gleichzeitig die Drohne. Ja, ja, gut. Aber man hat ja in der Regel einen Beifahrer dabei, oder? So ist es. Also ja. Ich würde auf jeden Fall gerne mal mit dir rausfahren und eine Drohne ausprobieren. Super. Die ist da hier hinten eingearbeitet. Man kann die rausholen und dann einfach fliegen, wenn man möchte. Ja. Das hat was. Kofferraum haben wir vergessen. Kofferraum, das Volumen, das wird mich interessieren, ja. Weil es ist ja schon jetzt nicht das kleinste Auto, aber, ne? Gibst du mir mal nochmal das Phone? Ja. Dann würde ich mal ganz kurz durch die LEDs filmen, die hier hinten dran sind. Alle ZuschauerInnen hier im Raum können jetzt nur auf den Bildschirmen sehen, was ich hier mache. Ihr könnt es noch nicht sehen. Wir gehen nachher alle kurz mal hier hinten zum Heck. Ihr seht die durchlaufenden LEDs. Das ist ja super modern, auch bei den neuen Elektrofahrzeugen mit dem Schriftzug. Sieht aus wie bei Knight Rider gerade. Es hat was. Es ist echt cool. Soll ich mal aufmachen? Ja, ja. Aber nicht verraten, wie viel da reinpasst. Also nicht zum Volumen sagen. Das war die Bierkastenfrage. Wie viele Bierkästen bekommen wir hier hinten rein in den iOS U6 Iron? Ihr könnt auch mitraten. Seht ihr das hier auf dem Monitor, oder? Wenn ich dich reinfilme? Okay, machst du kurz neben mich, versuch den Kofferraum aufzumachen. Sollen wir mal die Fragen aufnehmen, die Antworten aufnehmen? Ja. Oder willst du es erst zeigen? Wir zeigen es erst. Ich hoffe, ich kriege es jetzt diesmal hin. Sascha. Florian. Frauenpower? Ja, mach du mal. Ja, Applaus, Philly. Danke dafür. So, bevor wir über diese Vorrichtung sprechen, die hier im Kofferraum drin ist, was glaubt ihr, wie viele Kästen passen rein ins Publikum? Wir? 6 Kästen alkoholfreies aber dann. 8? 8 ist mutig, da muss man die aber stapeln. Was sagt denn der Chat? Hat im Chat irgendjemand gesehen, wie viele Bierkästen da reinpassen? Ich habe das iPad noch nicht, das können wir jetzt noch nicht in Erfahrung bringen. Aber du kannst ja das Geheimnis lüften.
Ich würde auch eher was Großes schätzen, aber... Ich sag 3 Kästen Bier und 1 Kasten Saft. Es ist schon mehr, aber was ist das? Das ist hier fürs Konzept vorgesehen und einzigartig eine Vorrichtung für E-Scooter. Das heißt, wenn du da irgendwie mit dem U6 Ion weiter wegparkst von deiner Arbeitsstelle, dann kannst du hier von der Ladestation des E-Scooters den E-Scooter nehmen und entspannt in die Arbeit fahren. Ist aber jetzt nur hier für dieses Concept Car erstmal vorgesehen. Also. Okay, also halten wir nochmal fest. Wir haben hier einen E-Scooter mit drin. Also wenn ihr in der Innenstadt wohnen solltet und zum Beispiel keinen Parkplatz findet, ist das jetzt gar kein Problem mehr. Dann packt ihr einfach ein bisschen weiter außerhalb, nehmt euch den E-Scooter und düst damit heim. Das bräuchte ich. Also das bräuchte ich auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar Fragen. Ist mir noch nicht so klar, technische Daten, so ein paar Eckdaten. Wie weit kommt der? Der kommt maximal 400 Kilometer, so wie es jetzt aussieht. Also natürlich hat der keine Specs, weil es ein Concept-Car ist, da sind wir uns einig. Aber wenn der kommt, im Laufe des Jahres habt ihr 400 Kilometer Reichweite und 200 PS. Ah, das wäre das nächste, 200 PS. PS. Also 200 hat auch Schub, das Ding. Richtig Schub. Ja. Ach man, spannend. Und wir haben auch einen Experten zugeschaltet, der noch was sagen möchte, der sich extra vorbereitet hat für unser Electric Feel Event. Den Vice President Overseas. Alexander Klose. Den schalten wir jetzt dazu auf den Monitoren. Wir freuen uns sehr, dass er heute dabei ist. Hello, hallo, Applaus! Ich hoffe, ihr hört den Ton. Man kann ihn nicht hören. Alex, du musst, das ist immer so, wenn man bei Teams online ist, da musst du auf lautlos wegstellen, du bist stumm. Genau. Ja, danke. Yeah. Das, was wir eigentlich alles in Corona gelernt haben, aber gut, passiert doch immer noch. Also zunächst mal vielen Dank für die Einleitung. Ihr macht das wirklich gigantisch und ich bin noch mal mehr traurig, dass ich jetzt nicht da sein kann. Oh. Aber natürlich aus einem ganz klaren Grund, weil ich nämlich leider in Quarantäne bin. Husti, husti. Genau. So, also das Fahrzeug ist jetzt endlich nach Deutschland gekommen. Ja, wir haben es schon vorgestellt in Europa, in Antwerpen. Freuen uns auch, dass wir das jetzt mit Finn zusammen vorstellen können. Fahrzeug sollte eigentlich schon vor einiger Zeit mal nach Europa kommen, aber dummerweise kam dann immer Corona dazwischen. Es sollte eigentlich schon mal auf der Show in Genf gewesen sein, die es leider in den letzten 2 Jahren nicht mehr gegeben hat und möglicherweise in den nächsten Jahren auch nicht geben wird. Aber jetzt haben wir ja eine noch viel bessere Plattform. Noch von mir vielleicht auch ein paar Worte zu dem Fahrzeug. Das ist also nicht das endgültige Modell. Das habt ihr sehr schön ja auch schon gesagt. Manchmal denke ich, es wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist ja immer mit Studien, dass man gewisse Dinge sehr schön findet, die dann aber nicht ganz so praktisch sind. Wir werden trotzdem im September, Oktober diesen Jahres dann das Fahrzeug bringen und halten damit Wort, was iWays mehrmals gesagt hat schon, dass wir nämlich jedes Jahr ein neues Modell bringen werden. Das heißt also, wir sollten dann vermuten, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr genauso wieder zusammenkommen werden und dann wieder ein neues Modell sehen werden. Aber zunächst mal kommt dieses Jahr jetzt der U6. Derzeit werden da noch die letzten Tests gemacht, bis das Fahrzeug dann in wenigen Wochen, muss man eigentlich schon sagen, tatsächlich in Produktion gehen wird. Produktion, vielleicht auch dazu so ein bisschen noch was. Fahrzeug kommt aus China, das ist ja klar, und zwar aus einer Millionenstadt, die vermutlich auch wieder niemand kennen wird, nämlich Shangrao. Das ist ungefähr 500 Kilometer südlich von Shanghai. Das kennt hoffentlich jeder in der Zwischenzeit und liegt so auf einem Drittel des Weges nach Hongkong. Shanghai ist unser Headquarter in China, wo wir auch ungefähr 1500 Mitarbeiter haben, die hauptsächlich natürlich Ingenieure sind, aber dann natürlich auch das übliche, die üblichen anderen Funktionen in einer Company darstellen. Wir sind derzeit in China und auch in Europa, in der Zwischenzeit in 14 Märkten. Und wenn das mit der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Finn weiter funktioniert, dann wird sich das sicher auch ausweiten. Und wir werden uns deutlich vergrößern, weil wir ja wissen, dass eine sehr große Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Finn. Wir haben einen sehr guten Start mit unserer Kooperation gehabt
Und ich bin schon sehr gespannt, wie wir das weiter ausweiten können und wie wir uns weiter auf den Markt zusammentummeln können und weiter auf den Markt uns ausbreiten können. Und mit dem möchte ich es gar nicht länger hinziehen, weil es gibt sicher einige Leute, die das Fahrzeug ein bisschen näher angucken wollen und nicht nur irgendwelche verwackelten Bilder sehen wollen. So, und Fahrzeug muss man ja auch sehen, man muss auch reinsitzen und man muss tatsächlich sich vorstellen, wie das Fahrzeug sich überhaupt anfühlt. Von daher einen schönen Abend noch an alle. Meine Kollegen sind vor Ort, falls es noch irgendwelche speziellen Fragen geben wird. Die stehen den ganzen Abend Rede und Antwort, wenn es noch gewünscht ist. Und sonst wünsche ich eine schöne Party. Ich werde mir vielleicht auch weiter streamen, vielleicht mache ich Party hier alleine dann. Oh, das bitte, bitte. Das ist ein Grund zu feiern. Danke, Alexander Klose, und gute Besserung an dieser Stelle. Trink eins mit für uns. So. Wir wollten aber noch die Fragen aus dem Publikum aufnehmen. Also ihr seid auch berücksichtigt, deswegen schauen wir mal. Wir haben ja einen Livestream, also es sind nicht nur alle Personen hier im Raum dabei, sondern tatsächlich noch mehr, auch auf YouTube zum Beispiel oder unsere gesamte Film-Community eigentlich. Also alle, die im Chat sind gerade und was zu sagen haben, sagt was. Ja. Jetzt per Frage gerne in unseren Chat rein. Ja, es kam eine, wann das... Fahrzeug gelauncht wurde. War zwar schon beantwortet, aber wiederholt es sonst gern nochmal. Im November hat er gesagt, glaube ich, geht's los. Vorbestellung müsste auch bald soweit sein. Also Produktion geht jetzt schon bald los. Ja. Aber ja, also Ende des Jahres kann man damit rechnen. Die Türgriffe sollen bitte nochmal gezeigt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob die äußeren gemeint sind oder die inneren. Ich würde sagen, wir zeigen beide. Das ist nämlich echt ein bisschen anders, als man das jetzt üblicherweise kennt, finde ich. Weil man drückt hier drauf. Und erst dann öffnet sich das und dann öffne ich so die Tür. Also es ist schon, du hast das mit dem Laserschwert vergriffen. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Darth Vaders Schwert, wenn man hier drauf drückt, denkt man, da kommt ein Lichtschwert raus. Ja, aber das stimmt. Es ist so elegant eingearbeitet, dass es einfach wie Butter geht. Ja, und dann von innen, bei dem Concept Car finde ich auch sehr spektakulär. Ich würde es als scharf bezeichnen, mein Lieblingswort. Es ist richtig scharf. Pull. Es sieht aus wie ein Schleudersitz oder wenn ihr gerade aus dem Flugzeug rausspringt und euren Fallschirm aktivieren wollt. Genau, so macht ihr das wieder auf. Also, scharf. 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 Nächste Frage, ist wirklich alles vegan? Genau das habe ich mich auch gefragt. Du hattest nämlich erwähnt, dass da innen irgendwie viel vegan sei. Also ist da jetzt gar kein Leder? Nochmal drin. Komplett für alle. Ich leuchte nochmal rein hier ins Interieur. Wir haben hier komplett recycelbare Materialien, komplett vegan. Ob das jetzt hier am Lenkrad ist, in der Verarbeitung zwischen der Metalloptik und hier, was aussieht wie echtes Leder, oder eben hier in der Mittelkonsole, genauso wie bei den Sitzbezügen, die sehr sportlich aussehen, aber ultra bequem sind. Auch ganz schön, dass das Weiß, also das Beige und das Orange komplett angepasst ist an die Außenfarbe. Finde ich auch wunderschön, ehrlich gesagt. Dann, ob es das Auto auch in der Farbe hier geben wird. Weißt du was zu den Farben? Dazu weiß ich nichts, bin ich ganz ehrlich. Okay, ja, wir haben aber nette stellvertretende Kollegen hier, die dazu Fragen beantworten können. Da könnt ihr sonst gleich fragen, in welchen Farben es das Auto dann geben wird. Und noch einmal den Schalthebel. Oh, ich glaube, das war in der Mitte. So, willst du nochmal oder soll ich nochmal rein? Jetzt bist du da schon reingekrochen, kannst du auch gern weitermachen. Hier nochmal der Schalthebel für alle angehende U6 Ion Kapitäne. Skadusch. Skadusch, oh, das fühlt sich gut an. Wenn man den hier so dreht, gibt er wahrscheinlich Gas. Ja, hat Wahnsinn, das. Auch komplett wunderschön, die Optik auch griffbereit, damit ihr hier von 0 auf 100 seid in ein paar Sekunden. Danke, Sascha. Ansonsten, es sind vorhin schon ein paar Fragen reingekommen, aber die hatten wir beantwortet. Ich wiederhole es sonst gerne nochmal die Reichweite. Das waren 400 Kilometer und PS 200. Ja. Habe ich mir gut gemerkt. Dann war es das. Es sei denn, vom Publikum gibt es noch Teams. Ansonsten kann ich mir vorstellen, ihr habt Lust, das Auto jetzt erstmal auch von Nahem zu begutachten, euch da mal reinzusetzen. Deswegen würde ich sonst sagen, verabschieden wir uns hier an der Stelle und freuen uns, wenn ihr gleich näher kommt und wir uns hier gemeinsam unter die Leute mischen, austauschen und vor allem ihr das tolle Elektroset genießen werdet von Zoom-like. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute alle hergekommen sind. Großer Applaus fürs Publikum. Danke für alle, die im YouTube-Chat sind. Ich glaube, dass dieser Stream auch gespeichert wird. Ihr könnt also immer wieder angucken, wenn ihr wollt. Und jetzt geht's weiter mit Alex aka DJ Zoom-like mit einem Electric-Set, natürlich passend zu diesem Electric-Concept-Car. Vielen Dank euch. Danke. Bis bald. We did it.